Ja, Freunde, guten Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum City Bus Manager, dem Early Access von Aerosoft. Und heute in diesem Video natürlich erst einmal eine kleine feine Einführung, ein Tutorial, die allerersten Schritte, ein kleines Review, wie immer ihr es auch gerne nennen wollt. Und ihr könnt gerne mal entscheiden, ob wir natürlich ein bisschen weiterspielen wollen, ob ihr mich dabei ein bisschen hören und spielen sehen wollt. Und ansonsten werden wir natürlich einfach das Video nur so dastehen lassen, dass die Leute halt einfach eine kleine feine Einführung haben und wissen, worum es in diesem Spiel eigentlich geht. Also in diesem Sinne, lasst einfach mal gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was jetzt in die Kommentare, zum Beispiel, wie euch das Spiel gefällt, falls ihr es haben solltet, aber auch wie das Spiel für euch den allerersten Anschein macht, ob dieses Spiel wirklich was Cooles sein könnte oder aber auch nicht. Wir sind jetzt hier mit im Hauptmenü, wir können anscheinend später auch Mods herunterladen, das soll aber jetzt erstmal kein Thema hier in diesem allerersten Video sein. Wir legen einfach mal los. Ganz kurz mal zur Einstellung, wir werden mal alles hochballern, was geht. Eine Möglichkeit natürlich die Sprache einzustellen, Währung, Längeinheit in Kilometer, Zeitformat 14. Ah, okay, also sie meinen 12 PM oder aber auch 24, aber ja, wieder natürlich die europäische Zeitauflösung hochgedrosselt, alles wunderbar, Qualität nochmal ganz kurz gucken, ja, ist alles auf hochgestellt, Audio, Musik, okay, kommen wir schon irgendwie klar damit und dann würde ich mal sagen, legen wir los, ach, ganz kurz, für all diejenigen, die wahrscheinlich wie ich auch noch mit Controller auf dem PC unterwegs sind, haben die Möglichkeit hier irgendwie damit nach oben, könnte es sein, dass das hier funktioniert. Wir werden mal sehen. Also, legen wir los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich wünsche auch mir ganz viel Spaß bei City Bus Manager. Zuallererst geben wir unserem Firmennamen also ein, okay. Da ich ja mit dem Alias immer so ein bisschen unterwegs bin, würde ich mal sagen, Waldemars Bus Service. Okay, Mitteleuropa, Belgien nicht, Deutschland geben wir einfach mal ein Stadt. Ach, guck mal, wir können auch Vorschläge geben lassen. Auch nicht schlecht. Die Stadt, sind auch verschiedene Ortschaften. Ist es denn eine andere Karte? Da bin ich mal gespannt. Also, wir nehmen jetzt hier Berlin. Dorf, Hintergrund, Dorf oder Großstadt? Ich würde mal sagen, am Anfang wäre, glaube ich, Dorf gar nicht so schlecht. Bei Dorf hätten wir ein Stadtkapital von 200.000. Bei Stadt genauso. Sandbox. Spielmodus normal, Experte nehmen wir mal Sandbox. Kennen wir das Kapitalen auch bestimmt? Ne, okay. Ich würde mal sagen, wir fangen bei Dorf an. Ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Ach, ganz kurz mal. Der Ladebalken hat schon irgendwie was Witziges. Guckt mal hier. Hier werden die Mannequins nach und nach geladen und geben Geräusche ab. So wisst ihr ungefähr, an welcher Ladeposition ihr seid. Sieht auf alle Fälle cool aus. So, der Bus ist da. Und hier sind wir auch schon. Wähle den Standort für deinen Betriebshof auf der Karte aus. Ganz kurz mal, wir gucken mal ganz kurz. Okay, Controller scheint jetzt hier nichts zu sein. Dann gehen wir natürlich mit der Maus jetzt hier überall lang. Können wir jetzt überall irgendwas reinpacken? Oder wie sieht das hier aus? Wir können auch hier reinzoomen natürlich. Mein Depot. Gute Frage. Auf den ersten Blick sieht irgendwie das hier ganz lustig aus. Aber können wir auch, können wir wirklich überall was reinpacken? Nee, warte mal, nicht. Ah, Gott, doch, hier können wir. Okay, ich bin gespannt. Wir konnten jetzt überall irgendwo unser Depot hinpacken. So, da sind wir auch schon. Drücke F1, um Fehler zu melden. Okay, das wollen wir jetzt erst einmal nicht. Steuerung. Bewege die Kamera mit WASD oder mit der rechten Maus. Also, wenn wir rechte Maus drücken, können wir auch hier bewegen. Alles klar. Der Controller-Einstellung. Nee, geht hier nicht. Alles klärchen. Rotiere die Kamera mit Q und E. Einmal hier und einmal hier. Service Center einrichten. Der bestehende Raum auf dem Gelände ist ein Service Center. Statte deinen leeren Service Center mit mindestens einem Service-Schalter aus. Platziere Sitzmöglichkeiten und Dekoration, wenn du Unzufriedenheit der Kunden erhöhen willst. Service-Schalter kannst du bei Bedarf auch anklicken, öffnen und schließen. Stelle mindestens zwei Sitzmöglichkeiten, sei es für Stühle, zur Verfügung. Du kannst Objekte mit R drehen, bevor du sie platzierst. Gut. Machen wir mal. Also wir drehen mal hier. Also das ist jetzt hier. Ist das unser Service Center? So, statt dein noch leeres. Ja, das ist unser Service Center. Okay. Wir drehen mal hier. Oh, aber cool, wie wir da reinzoomen können. Nicht schlecht, Herr Specht. So.
Wie gesagt, das Reinfummeln wird wahrscheinlich hier ein bisschen schwieriger. Wir haben Postfach, Forschung, Ersatzteile, Linien, Marktplatz, Fuhrpark, Personal und Bauen. Nehmen wir mal Straße, Halle, Flur. Boah, gute. Hier, Service Center. So, jetzt können wir hier zum Beispiel Türen einstellen, aber ich würde mal sagen, im Informationsmonitor, den können wir hier zum Beispiel platzieren. So, wunderbar. Lichterkette. Machen wir mal, was haben wir noch hier alles? Oh, Dekoration. Sessel. So, zwei Sessel. Machen wir mal ganz provisorisch hier ein paar Stühle. Wie gesagt, können wir mit den rechten auch mit der R-Taste auch drehen. Dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel einen Mülleimer hinzupacken. Wir haben einen Couchtisch, den könnten wir ja vielleicht hier so hinpacken. Und ja, ich würde mal sagen, das war es eigentlich auch schon. Statt dann hier ein Service Center, platziere Besitzmöglichkeiten und Dekoration. Noch ein bisschen Deko vielleicht hier hinpacken. So. Sieht eigentlich schon mal ein bisschen netter aus, wa? Nicht erreichbar. Ah, warte mal. Hier können wir wahrscheinlich auf Abreißen. Ach, guck mal, hier können wir abreißen. Und ja. Okay, dann machen wir nochmal hier einen Sessel, wo wir vielleicht wahrscheinlich ein bisschen besser rankommen. Okay, starte dein noch leeres Service Center mit mindestens einem Service Schalter. Ah, Service Schalter brauchen wir ja auch noch. Ich bin ja der Marke. Service Center bauen. Service Schalter, wo kriegen wir denn sowas? Aquarium können wir auch noch. Oh, warte mal, bevor wir hier machen wir erstmal Aquarium. Eine Lichterkette. Hier, Service-Schalter. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es am besten. So, wa? Haben wir. Okay, Bürobaum. Baue deinen Flur Mindestgröße 5x3. Der Flur muss über mindestens eine Tür zugänglich sein. Baue einen Raum des Types Büro Mindestgröße. Okay, alles klar. Das Büro muss über mindestens eine Tür zugänglich sein. Platziere mindestens eine. Okay. Das ist jetzt unser Service Center. Haben wir denn irgendwie auch... Das heißt, wir bauen jetzt wahrscheinlich Außenbereich. Das sind Bäume, Straße, Halle, Flur. So, das heißt, wir versuchen mal hier irgendwie, vielleicht können wir hier eine Tür können wir hinbasteln. Oh, das war ein Fenster. Gut, Fenster ist auch in Ordnung. Hier können wir eine Tür hinbasteln. Flur, okay. Einen Flur bauen. So, und der Flur soll 5x3 sein. Mal, wir machen mal hier wieder 5x3. So, okay, haben wir. Jetzt bauen wir noch eine Tür hin. Also die Tür ist jetzt wahrscheinlich wieder weggegangen. Kommt man da noch ran oder ist da... Ach, da ist irgendwas im Weg. Aber ist erstmal egal. Wir können dann wieder den Stuhl hier kaputt machen. Komm, wir machen den Stuhl mal hier kaputt. Den brauchen wir jetzt. Also, wir haben schon mal den Flur jetzt hier gebaut. Das ist schon mal sehr gut. So, Flur mindestens eine Tür zugänglich. Baue einen Raum des Types Büro. Gut, dann bauen wir jetzt auch ein Büro. Eigentlich relativ einfach. Wir haben hier die ganzen Gerätschaften, aber hier bauen wir ein Büro mit der Größe von 6x4 Kästchen. Oh, hat sogar ein Fenster hier. Süß. Also bauen wir mal ein schönes Büro. Haben wir. Soll natürlich auch eine Tür besitzen. Aber hier ist eine getönte Tür. Privatsphäre bitte. Dann platziere mindestens ein Stehschreibtisch im Büro. Gut, Stehschreibtisch. Steht da so, okay. Hier. Können wir es eigentlich auch ein bisschen kleiner hier machen? Warte mal. Nee. So, Steh-Schreibtisch, Steh. Hier.
richtig, okay. Haben wir und stelle mindestens eine Sitzmöglichkeit, Sessel, Stuhl dahin. Machen wir hier einen Sessel. Schön. Machen wir zwei hier. Gut. Küche bauen. Bauen mindestens einen Raum des Typs Küche. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal wirklich unser Service Center hier. Cool. Wie gesagt, wir machen es aber auch jetzt nur provisorisch. Das soll jetzt hier nicht jetzt perfekt wirken. Einfach nur, wie es gemacht wird. Wir sollen wieder 4x4 nehmen, also eine bestimmte Größe. Küche muss mindestens eine Tür besitzen. Alles klar, platziere mindestens einen Kühlschrank in der Küche und stelle mindestens einen Getränkeautomaten auf. Das können wir alles sehr gerne machen. Die Küche machen wir mal. Reicht das eigentlich? Ich glaube schon, wa? Oh, schön. 4x4. Dann einen Kühlschrank, Spülbecken. Ja, und stelle mindestens einen Getränkeautomaten noch rein. Hier haben wir einen Getränkeautomaten. Den können wir gerne daneben reinstellen. Wunderbar. So, jetzt ein Badezimmer. Oh, guck mal, das hat aber auch schon, das sieht schon nach was Schönem aus. Badezimmer werden wir gleich hier irgendwo hin basteln. Heißt, wir schließen das hier und gehen jetzt mal zu Badezimmer. Und dort bauen wir jetzt ein Räumchen von 3x3 Meter Größe. Das passt sogar ganz gut. Ach, wir machen mal 3x4, komm. So. Ein bisschen Privatsphäre sollte auch sein. Getönte. Und dann sollen wir eine Toilette. Wir machen erstmal hier ein schönes Waschbecken. Ein kleines knuffiges. Na. Und eine Toilette. Gut. Deinen ersten Bus kaufen oder deine ersten Busse kaufen. Baue mindestens ein zweites Stück Straße. Platziere zwei Stellplätze auf dein Gelände. Ein Stellplatz muss in der Straße verbunden sein. Kaufe zwei Busse. Okay, also wir sollten wahrscheinlich in Richtung Straße gehen. Mal gucken, wo platzieren wir das denn jetzt hier? So, Straße bauen. Baue mindestens ein weiteres Stück Straße. Wir zoomen mal kurz hier ein bisschen raus. Ah, okay. Wir machen das mal hier ungefähr so. Ich glaube, das ist ganz schlau, wenn wir es so machen. So, platziere zwei Stellplätze. Waschanlage, Tankstelle. Welche Größe müssen die denn haben? Ein Stellplatz muss mit der Straße verbunden sein. Okay. Können wir es hier hinstellen? Wo? Oh. Ah gut, dann nehmen wir halt, dann nehmen wir wieder einen mittelgroßen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, das ist dann klar. Kaufe zwei Busse. Ach, okay, da haben wir schon. Busse kann man wo kaufen? Lackiererei brauchen wir nicht. Straße haben wir also. Außenbereich, Lagerraum. So, und jetzt kaufen wir uns Fuhrpark. Du hast keinen Bus. Ja gut, das ist ja schön zu wissen. Ich wollte ja auch einen Bus. Hier, Marktplatz. Ah! Cool. Ich würde mal sagen, wir holen von allen was, wa? So, hier sind wir bei den Bussen. Den können wir jetzt zum Beispiel lackieren und färben, wie wir gerne wollen. Können zum Beispiel sagen, hier, der soll zum Beispiel wahrscheinlich eher so ein Rot haben. Können wir auch drehen? Drehen können wir auch, natürlich. Ist verständlich. Hier können wir das Dach zum Beispiel machen. Wie ihr gerne wollt. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt wie ich aus Berlin kommt, könnt ihr auch sagen, okay, komm, ich will mal hier eher so ein bisschen mein BVG-Gelb haben. Oh, das war jetzt, ich wollte eigentlich hier zur Busfarbe da. Und könnt jetzt hier zum Beispiel so einmal anwenden. So, den haben wir jetzt anscheinend gekauft, wo auch immer der jetzt... Ach, guck mal, da kommt er. Oh, es ist süß. Süß. Gut, und dann nochmal natürlich noch einen Bus. Holen wir uns jetzt aber den hier. So, das gleiche machen wir hier mal auf. Da machen wir auch mal hier wieder ein schwarzes Dach. Und hier so ein bisschen dieses gelbtönige. So, einmal anwenden. Willkommen bei der BVG. Okay, Personalstelle. Platziere sechs Spinde im Flur oder in einer Halle. Stelle zwei Busfahrer ein, stelle einen Mechaniker ein. Okay, ich würde mal sagen, haben wir denn die Möglichkeit, ist denn das so, dass wir, wenn wir, ja, nämlich doch den Bereich Lagerraum, was soll denn das sein?
Lagerregal, okay, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Flur, Wandregal, Pflanzen. Also ich soll auf alle Fälle Flur oder in einer Halle. Spinde. Das sind Bäume. Service Center. Service Schalter. Nee, wo ist denn hier was? Vielleicht doch Lagerraum, aber da habe ich ja gerade schon geguckt. Ein Lagerregal. Nee, das ist ja falsch. Oh, hier. Ach, Halle! Waschanlage. Werkzeugbrett. Fenster. Spind. Alles klar. Dann können wir jetzt noch eine Halle bauen. Das machen wir nämlich jetzt auch. Eine Größe ist nicht vorgegeben. Kurz mal hier drehen. Und das bauen wir hier einmal bis hier hin. Oh! Fuck. Scheiße. Gut, wir müssen gleich nochmal was Neues machen. So. Straße. Da können wir auch mal einen großen hier machen. So. Wunderbar. Aber den einen können wir ja aber abreißen. Ja. Und machen, würde ich sagen, mal noch kleine dahin. Ach, der ist ja süß. Okay. Gut, das passt jetzt soweit. Jetzt haben wir wenigstens unser Lagerhaus auch nochmal in die Halle, was eine Halle gewesen war. Da soll ja nur provisorisch sein. 6 Stück brauchen wir an der Zahl. Haben wir. Stelle 2 Busfahrer ein. Dann werden wir noch ein bisschen so ein bisschen was platzieren. Komm, ein schönes Rolltor. Da können wir jetzt hier zum Beispiel auch noch eine Straße ein bisschen was größer machen. Ach, das passt hier gar nicht rein. Straße bauen? Nee, passt hier wirklich nicht rein. Hä? Ah ja, wird schon irgendwie. Wie gesagt, es ist ja nur für den Anfang. Halle. Eine Waschanlage. Ach. Nicht erreichbar. Ja, okay, das wäre jetzt ein bisschen doof. Ein Werkzeugbrett. Ach, da machen wir doch irgendwas schön. So. Okay, wir sollen jetzt aber erstmal Personal einstellen und das haben wir ja wahrscheinlich hier, Personal. So, wir sollen 2 Busfahrer, Mechaniker sollen wir einen, Forscher einen, Reinigungskräfte einen, Servicemechaniker einen. Wunderbar. So, baue eine Tankstelle. Eine Tankstelle muss mit der Straße verbunden sein. Denk daran, deinen Bus regelmäßig zu tanken. Oh, guck mal, da kommen die ja auch. Ist das süß. Guck mal, da kommen die. Wie süß ist das denn? Okay, eine Tankstelle. Kriegt er. Ist das schön gemacht. So, Tankstelle war hier irgendwo gewesen. Tankstelle. Aber jetzt gute Frage. Wo kann ich denn die hinbasteln? Wo kann ich denn die einfach so hinzimmern? So, nicht erreichbar. Dann reißen wir nämlich noch die hier ab. So, wir müssten aber hoffentlich die Autos jetzt gleich nochmal zurückkommen. Weil ich müssen wir es gleich mal machen. Ja, da kommen sie auch. Einer. Und da ist auch der zweite. Ah, der passt sogar auf den kleinen rauf. Gut, das haben wir also. Jetzt gehen wir nochmal kurz zur Straße zurück. Weil ich will mal gucken, wir haben ja hier die Tankstelle. Wo bringen wir die denn jetzt an? So, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier die Straße einfach mal ein bisschen vergrößere? Weil jetzt wäre es schön zu wissen, wo die Tankstelle genau hin soll.
Kacke. Aber egal. So, Tankstelle. Oh. Okay. Der wäre doch eigentlich alles auch egal. Wäre auch hier möglich gewesen. Ach du Scheiße. Ah, ich bin ja auch schlau. Platziere eine Waschanlage. Löschen mal hier ein bisschen was. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben. Wir brauchen nur eine Tankstelle. So, eine Waschanlage, die ist ja hier. Okay. Platziere eine Hebebühne. Haben wir. Lagerraum. Bau einen Lagerraum. Mindestgröße. Boah, ey. Also so langsam könntest du aber auch mal anfangen, die ersten paar rauszuhauen. Aber egal. Ich mach mal die Fläche erstmal hier frei. Gut. Einen Lagerraum. Wir brauchen dazu den Bereich Lagerraum. Der kommt natürlich hier ran. Und wir brauchen eine Größe von 4x4 Meter. Machen wir mal einen kleinen. Mit einer Tür. Und einem Lagerregal. Gut. Meine erste Linie. Öffne die Karte und klicke dazu rechts oben auf die Karte. Das heißt, wir müssen jetzt hier Linie. Wo sollen wir die Karte? Ach, ich soll einfach, glaube ich, die Karte öffnen, wa? Gut. Öffne die Karte, klicke dazu rechts oben auf die Karte und plane deine erste Linie. Beginne am besten mit einer Zentrallinie mit 10 bis 15 Haltestellen. Das heißt, Bushaltestellen. Du bist jetzt doch keine Bushaltestellen. Okay. Linien. Eine neue Linie. Poststation. Nee, ich finde eine eigene Linie. Linie 1. So, hier haben wir jetzt die ganzen Haltestellen. Wo ist denn jetzt unser Busdepot wieder? Ey, ist auch egal. So, wir bedienen jetzt einfach mal hier so ein paar Haltestellen. Machen wir jetzt so ganz provisorisch. So. Das sollen ja 10 bis 15 sein. Wir fahren jetzt hier einfach quer durch. Das macht jetzt hier gar keinen Sinn. Es ist auch nur die Einführung. Also wenn ihr Bock habt, denkt daran, gebt den ganzen einen Daumen nach oben. Schreibt das jetzt in die Kommentare. Und dann schreibt auch in die Kommentare, ob ihr Bock habt und wir ein bisschen mehr daraus machen. Dann werden wir nochmal eine Folge machen und es natürlich noch ein bisschen schöner gestalten. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich gerade? Das müsste, glaube ich, reichen, oder? So, bestätigen. Jetzt sehen wir hier, erste Fahrt, letzte Fahrt von 5 Uhr bis 20 Uhr. Fahrintervall alle 20 Minuten. Wir können aber auch alle 10 Minuten machen. Fahrintervall, Hauptverkehrszeit von 6 bis 9 Uhr. Ja, du kannst ja auch hier alle 20 Minuten machen. So, und bestätigen. So. Das war's eigentlich. Tag abschließen. Wenn du willst, kannst du die Zeit bis zum Beginn der nächsten Schicht überspringen. Ansonsten können wir wahrscheinlich die Zeit wohl automatisch. Achso, das Spiel wurde automatisch gespeichert. Sind jetzt hier Busse schon unterwegs? Wie ist denn das jetzt hier? Das gucken wir mal ganz kurz, bevor wir nämlich jetzt hier wirklich jetzt vielleicht ein Break machen und sagen, das war es erstmal gewesen. Das ist unsere Linie hier. Okay. So, dann gehen wir mal hier auf unsere Busse. Verkaufen, Bus lackieren, aufrüsten. Achso, den können wir waschen. Ach, Zeitsprung deswegen, weil der Tag schon abgeschlossen ist. Es ist spät abends, habe ich gar nicht so viel mitbekommen. So, Schicht zu weisen. So. Busfahrer, ja. Wähle einen Bus aus seinem Gelände aus. Ach so, hier, den hier bitte. Und dann von... Also viele habe ich aber gar nicht. So, bis 11.10 Uhr. Gut. Die Schicht wurde zugewiesen und wird jetzt gefahren. Oh, ich bin gespannt. Können wir jetzt ein bisschen so vorspulen? Ja.
Jetzt fährt er. Er fährt. Guck mal hier. Versuch dir mal so... Oh, scheiße. Ach, okay, können wir gar nicht so richtig verfolgen. Sehen wir auf der Karte denn, wo der sich jetzt befindet? Da ist er. Hier, putzig gemacht. Süß. Jetzt fährt er schön seine Touren hier ab. Wir können ja mal ein bisschen weiter vorspulen. Ah, guck mal, jetzt fährt er vielleicht seine Touren ab. Gut, Freunde, gute Laune. Das war erstmal der erste kleine Einblick hier zu City Bus. Ja, Manager, wo ihr euer eigenes Busunternehmen auf eine knuffige Art und Weise zusammen errichten könnt. Wenn ihr Bock habt und ihr wollt noch mehr von meiner Wenigkeit aussehen, also ich soll noch ein bisschen mehr Let's Plays für euch machen, gerade von diesem Spiel, schreibt gerne mal in die Kommentare, dann können wir nochmal ganz von vorne anfangen, vielleicht noch ein bisschen was Sinnvolleres basteln. Das war jetzt wirklich nur der erste Einblick. Also ihr müsst halt euer Unternehmen wirklich von Grunde auf selbst erstellen. Ein Service Center, wo Leute vielleicht Fahrkarten kaufen können oder halt, wenn es um welche Bürokratie-Sachen geht, wegen Abonnements oder so, sich an euch können. Ihr habt ein Büro, ein Lagerhaus quasi, wo ihr eure Busse später kaufen könnt und natürlich dementsprechend warten und pflegen könnt und dementsprechend aber auch jetzt wie hier Linien zuweisen können. Also, ich find's knuffig, ich find's schön gemacht und wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ich denke mal, ich würde es jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen auf alle Fälle rausgehauen haben, dass man vielleicht noch kurz vor meinem Urlaub noch mal ein zweites Video, wenn es so sein soll, vorbereiten kann. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.